Hallo, schön, dass ihr zurück seid zu meinem vierten Part von Let's Play Silicon 2. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein wenig was anders in dem Bildschirm vom letzten Mal. Ich hatte aus Versehen ein falsches Savegame geladen, aber ist egal, wir sind immer noch an exakt derselben Stelle. Ihr erinnert euch, wir mussten einen Botengang erledigen und da machen wir jetzt direkt weiter. Was? Mehl? Es tut mir leid, aber wir haben kein Mehl mehr. Ihr müsst zum Dorf Ryube gehen. So, und jetzt gehen wir erstmal zurück und sagen unserem Gefängniswärter Bescheid, dass kein Mehl mehr da ist. Mal sehen, was er dazu sagen wird. Okay, gib her. Zwei Paar Stiefel, zwei Feuersteine. Zwei Feuersteine? Er hat doch drei gesagt, oder? Egal. Und was? Was ist mit dem Mehl? Ich verstehe. Wir haben kein Mehl mehr, was? Dazu gehst du für mich zum Dorf Ryube? Keine Sorge, es ist nicht weit. Aber du kannst nicht alleine dorthin gehen. Ja, sonst könnten wir abhauen, ne? Es wäre ja auch so offensichtlich. Jemand muss dich begleiten. Geh und sprich mit Leona. Ich werde die Tür entriegeln. Jo. Wir wollen ja auch schließlich immer schön sicher sein vor irgendwelchen... Was weiß ich. Mit dem hier sprechen. Was? Gen Markfeuer. Feuer warm. Gen immer markwarm. Oh. Ne. Er mag es nicht warm. Hey Junge, was willst du? Jemanden, der mit dir geht? Ein Verehrter, der nach Ryube will? Oh, okay. Gen. Was will Leona? Du willst Gendern? Oder ist das Essen fertig? Oh. Gen, es tut mir leid, dass du Babysitter spielen sollst, aber kannst du diesen Jungen mit dir nach Ryube nehmen? Gen, Soldat. Gen, kein Babysitter. Richtig so, mein Freund. Stell dich nicht so an. Ein tapferer Koboldkrieger wie du sollte die Bitte einer Lady erfüllen. Koboldkrieger sind wohl sowas wie Ritter. Ah, du hast recht, Milady. Gehen wir, Junge. Folge Gen. Da kommt jemand, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich vermute allerdings, es ist ein Junge. Ohne Bestätigung allerdings kann ich da nichts weitergeben. Ah, Gen, wohin gehst du? Gen nimmt diesen Jungen nach Ryube. Mensch, wirklich? Nimm mich auch mit. Tuta, bist du mit den Aufgaben für Dr. Huane fertig? Ja, ich habe die Medizin weggebracht. Ich war noch nie in Ryube und Dr. Huane wird nichts dagegen haben, wenn ich etwas später komme. Gen muss auf zwei Kinder aufpassen. Ja, Husu. Bitte, liebe Koboldkrieger. Okay, überlass das nur Gen. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich kleine Kinder nicht mag? Naja, egal. Gen, Stufe 6. Irgendwie unfair. Irgendwie vorteilhaft. Naja. Tuta Level 3. Wenigstens ist das kleine Kind nicht stärker als wir, ne? Ich rüste mal unseren Helden aus. Er kriegt zwei Paar Stiefel. Jupp, er zieht sie sich jetzt über die Hände. Wohin auch sonst. Ich beklaue auch nochmal schnell die Tuta. Ich meine, ich mag den Charakter eh nicht. Und Gen wird auch beklaut. Spart uns die Medizin. Warum also nicht? So, du gehst also mit Gen und Tuta. Wenn Gen bei euch ist, werdet ihr keine Probleme haben. Okay, Ryo. Ryube ist nordwestlich von hier. Du kommst dorthin, wenn du der Straße folgst. Hol etwas Mehl im dortigen Laden. Du brauchst nichts dafür zu bezahlen. Viel Glück und verirr dich nicht. Überlass das nur mir. Sofern ich mich verlese, tut's mir leid, aber das kann schon mal vorkommen.
Hey Ryu, Tuta, hör zu. Es ist eine große Welt mit vielen Monstern dort draußen. Seid vorsichtig. Gen, es ist kein Wald oder eine Bergstraße. Es wird doch nicht allzu viele Monster geben, nicht wahr, Ryu? Nö, es gibt kaum welche. Soldaten dürfen sich nicht überschätzen. Gen ist Anführer dieser Gruppe. Von jetzt an nennt ihr mich Captain Gen. Okay, Captain Gen. Ja. Entweder denkt mir, lass mich in Ruhe, du Hund. Oder wir sagen jetzt, ja, Captain Gen. Spielen wir einfach mal mit. Alle mal herhören. Wir gehen. Bleibt beim Captain. Ich persönlich finde übrigens die ganzen Soundtracks hier von Tilikon übelst genial. Aber sind wir mal ehrlich, in welchem anderen Spiel gibt es so gute Musik bei schwachsinnigen Rumrennen auf einer Weltstraße, wie auch immer man es sagen will. Ich habe übrigens gerade Auto gemacht, das habt ihr auch noch nicht wirklich gesehen. Da gibt's eigentlich auch nichts zu sagen. Yeah, Gen ist ausgewichen. Hier sind übrigens zwei neue verschiedene Sachen, die wir machen können. Wir könnten einfach versuchen zu entkommen. Oder wir könnten die Gegner bestechen. Weil selbst die Gegner sind irgendwie geil aufs Geld. Fragt mich nicht, was die damit anstellen wollen. Wofür sie es brauchen. Sie wollen es halt. Es ist für mich selbst auch irritierend. Keine Sorge. Das hier ist die Stadt Ryube. So, hier sind wieder Menschen. Du darfst nicht zum Nordsperlingspass gehen. Dort liegt ein schreckliches Nebelmonster. Wirklich, ich hatte solche Angst, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Okay, von dem gehen wir lieber schnell weg. Es tut mir leid. Okay, wir sind da. Ryu, Tuta. Wenn wir das Mehl aus dem Laden geholt haben, wollen wir uns etwas amüsieren. Ja, nee. Amüsieren ist doch immer was Schönes. Sieht doch merkwürdig aus, die Person hier. Mal ansprechen. Was? Wer ist Bonaparte? Nebenbei bemerkt, sofern irgendwas Französisches kommt, ich bin froh, wenn ihr es übersetzt und hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, wenn ich es vorlese. Ich hatte kein Französisch. Schmied, guten Tag. Welches willst du schärfen? So, jetzt sehen wir schon mal eines der wichtigsten Features hier in ganz Suikoden, weil man bekommt keine neuen Waffen, man kann nur seine alten Waffen aufbessern. Wie ihr hier seht, wir haben den Twinzahn mit unserem Haupthelden-Charakter, wie auch immer, und der Level von der Waffe ist 1, Angriffsstärke 5. Jetzt geben wir fast unser ganzes Geld aus und machen es auf Level 2. Und wie ihr seht, ist es um eine Angriffsstärke hochgegangen. Lasst euch nicht täuschen, das ist gar nichts. Das war fast schon herausgeworfenes Geld. Und irgendwie ärgert mich das jetzt gerade. Naja, egal. Müssen wir es später nicht mehr machen. Hier sehen wir das schöne Symbol für den Itemladen. Hier müssen wir rein für das Mehl. Und Gen wird's regeln. Willkommen. Hey, ich kenne dich. Richtig. Ich, Koboldkrieger Gen. Nun, Captain Gen. Und zwei Kinder. Was für eine Leistung. Was kann ich heute für dich tun? Was? Was? Oh, Mehl, wie üblich. Einen Augenblick. Ich weiß nicht, ob die ganzen anderen Leute hier über Telepathie verfügen, aber irgendwie wissen die alle, was unser Held will. Es ist unfassbar. Hier, ich setze es wie immer auf deine Rechnung. Wobei mir gerade auffällt, ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich bin ein Idiot. Okay, wir gehen jetzt zurück. Ryu, Tuta. Ich möchte mich noch etwas umschauen. Okay, Ryu, Captain Gen. Jo. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter in der Stadt umschauen, mache ich jetzt erstmal einen Schnitt und freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid bei meinem nächsten Part von Suikoden 2. Also dann, bis später, Leute.